Viele haben sich's gewünscht und deswegen erzähle ich heute mal, wie ich jede Klausurenphase gerockt habe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wie ihr schon sehen könnt, whoops, neuer Hintergrund, denn ich bin hier umgezogen nach Düsseldorf. Es gibt quasi zwei neue Features. Zum einen könnt ihr in der linken Bildhälfte für euch, nein, der rechten Bildhälfte, den YouTube-Channel sehen. Auf der anderen Seite könnt ihr mich doppelt sehen, damit ihr sozusagen meine Gestik auch von hinten nochmal verinnerlicht. Und dann fehlt natürlich noch eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt wahrscheinlich hier verdecke. Unsere Abiturathletenflasche. Ich stelle die jetzt einfach mal, ups, was habe ich jetzt gedrückt? Kann man das schließen? Fuck, ich habe auch noch meine Maus ausgedrückt. Jetzt passt es wieder. So, und die Abiturathletenflasche stellen wir einfach mal hier hin. Ihr merkt schon, alles noch ein wenig sporadisch. Das wird für die nächsten ein, zwei Wochen auch so bleiben. Und dann werde ich versuchen, das hier immer schön einzurichten, damit ihr nicht nur inhaltlich sehr wertvolle Dinge mitbekommt, sondern das Ganze auch schön zum Ansehen ist. Und deswegen starten wir jetzt einfach direkt in die Tipps rein. Erstens, das 1x1 der Vorbereitung können. Das bedeutet, du musst einfach diese Grundlagen, diese absoluten Basics können, die du schon tausendmal gehört hast. Die will ich gar nicht in diesem Video erwähnen, aber nur weil ich sie nicht mehr erwähne, weil sie schon so oft gesagt worden sind, heißt es nicht, dass sie weniger wichtig sind. Das heißt, ein Lernplan, wie man Routinen aufbaut, wie man Gewohnheiten aufbaut. Und all diese Sachen, die musst du einfach drauf haben oder auch mit welcher Lernmethode du lernen willst. Das sollte schon set sein. Wie gesagt, ich will in den Videos immer darüber hinausgehen. Ich will euch nicht nur theoretisch sagen, was ihr tun solltet und ihr sowieso schon wisst, sondern vor allem, wie ihr das eben auch umsetzt. Und das ist auch eine Sache, die ich ganz, ganz oft in meinem Mentorship-Programm gesagt habe. Das habe ich ja, glaube ich, auch auf YouTube noch gar nicht gesagt, deswegen hier jetzt nochmal in einem Content-Video. Und zwar gibt es ab jetzt mein Mentorship-Programm. Das bedeutet, ich bringe dich in 5 Wochen auf das Performance-Level, was du brauchst, um deinen Traum-Abiturschnitt zu erreichen. Das ist allerdings immer mit persönlichen One-on-One-Coachings verbunden. Das bedeutet, ich investiere meine Zeit nur in dich in diesem Moment. Deswegen kostet das Ganze auch 279 Euro, ist also wirklich nur für die Leute, die sagen, Leo, ich habe ein richtig wichtiges Ziel von mir und ich bin bereit, alles dafür zu tun, um das eben auch zu erreichen. Wenn du einer von diesen Personen bist, dann schreib mir eine Mail an abiturathleten@web.de und wir packen hier bitte mal noch Werbung hin, sonst werden wir wahrscheinlich noch verklagt. Genau, aber wer da sich wirklich die maximale Unterstützung holen möchte, der kann da gerne hinschreiben. Erklärt mir einfach, was eure Situation ist. Wie kann ich euch weiterhelfen und warum würden wir als Team sehr, 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 sehr gut agieren? Und dann suche ich eben so die raus, wo ich das Gefühl habe, okay, mit denen kann ich am besten arbeiten, denen kann ich am meisten weiterhelfen. Und aktuell sind auch noch einige Plätze frei, weil ich wirklich sozusagen die Begrenzung, die wir ursprünglich auf Instagram hatten, ja aufgelöst habe. Aber ich habe noch einige Kapazitäten, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschreiben. Und jetzt starten wir aber vor allem eben in die tiefergehenden Tipps weiter rein. Und zwar wirklich meine weiteren 4 Game Changer, die nicht so ein theoretischer Tipp sind, sondern was mir vor allem persönlich extrem viel gebracht hat. Bevor wir da aber noch reinsteigen, auch noch kurz der Hinweis, hier rechts oben kriegst du jetzt mal die neu erstellte Vorbereitungsplaylist. Das sind sogar alle Videos so schon zu den Basics, die ich eben in Tipp 1 erwähnt habe, die du drauf haben musst. Deswegen schau dir das auch unbedingt nach dem Video an. Ansonsten ist Tipp 2, hab immer Dampf dahinter. Ich glaube, dass das so eine der Kerneigenschaften ist, die mich von leider den meisten Menschen unterscheidet. Und zwar, dass wenn ich was mache, ich da mit vollem Engagement reingehe. Ich bin nie in eine Klausurenphase gegangen, wo ich es mir auch vorgenommen habe. Ihr wisst ja, in 11.2 beispielsweise war ich überhaupt nicht motiviert für die Schule. Aber ansonsten, wenn ich gesagt habe, okay, ich will diese Klausurenphase wirklich, wirklich dominieren im Prinzip, dann gehe ich da auch mit aller Energie rein. Und ich bin da eben niemand, der dann sagt, oh ja, Klausurenphase und ist ja alles so anstrengend und ich schaffe das nicht. Deswegen, du bist ja auch ein Abiturathlet, okay? Du bist ja auch ein Abiturathlet und kein Kartoffelsack. Verstehst du, was ich meine? Sondern das ist ja eben der entscheidende Unterschied, weil es ist dann nämlich auch egal, ob du eine gute Note rausbekommst oder eine Klausur mal richtig scheiße läuft, weil wenn du wirklich mit diesem Drive dahinter bist, wenn du wirklich sagst, bam, ich will das richtig, richtig, richtig gut machen, dann, wenn du dann eine Klausur richtig, richtig gut schreibst, dann wird dich das einfach nur noch mehr motivieren, noch bessere Klausuren zu schreiben. Wenn du dann aber meine Klausur richtig verhaust, dann wirst du denken, ey, ich will es beim nächsten Mal besser machen. Und die ganz andere Leute sind dann aber einfach nur, oh ja, okay, es lief die eine Klausur ganz gut, jetzt habe ich auch noch so viele vor mir. Oder, na toll, es lief die eine schon beschissen, jetzt kann ich sie gleich lassen. Und genau dieser Zug dahinter, dieser Dampf dahinter, sich zu sagen, das ist eine Sache, die man, glaube ich, auch anderen sehr schlecht beibringen kann. Ich kann euch nur sagen, dass genau diese Emotion, je mehr ihr die in euch
integriert und die ihr vielleicht auch einfach mit jedem Video, was ich mache, weil ich ja jedes Video mit der gleichen Energie mache, einfach übertragen wird. Wenn ihr das in euch verinnerlicht, werdet ihr mit einer ganz, ganz anderen Dynamik durch die Klausurenphase durchgehen. Drittens, Liebe zur Performance. Das ist jetzt vielleicht eine Sache, die im ersten Moment mal so, okay, what the fuck, was meint ihr damit überhaupt? Aber es ist nach wie vor so, dass ich mit am meisten Spaß daran habe, einfach nur eine hohe Leistung zu bringen. Nicht in Bezug auf, ich bringe eine hohe Leistung, kriege dann eine geile Note oder Applaus oder Leute schreiben mir tolle Nachrichten oder ich verdiene damit Geld oder meine Mama ist stolz auf mich. Nichts davon. Einfach nur die Performance selbst. Beispielsweise, als ich Triathlon gemacht habe, ich habe das irgendwann gemerkt, dass ich einen Wettkampf deswegen am meisten geliebt habe, weil ich im Wettkampf meine komplette Energie rauslassen kann und mich nicht darauf fokussieren muss, beispielsweise wie in einem normalen Trainingstag, am nächsten Tag auch noch fit zu sein, um beispielsweise dann schwimmen zu können. Sondern du kannst alles rauslassen, du kannst all out gehen. Das habe ich an den Wettkämpfen immer geliebt. Das bedeutet, meine große Passion war es immer, meine maximale Leidenschaft und vor allem meine maximale Leistung abrufen zu können. Und wenn du genau das auch auf die Oberstufe überträgst, was ich beispielsweise getan habe, tut sich da so viel, weil du auf einmal nicht mehr Angst davor hast, oh verdammt, was werde ich jetzt für eine Note bekommen, oder du dich irgendwie durch Belohnungen motivieren musst oder damit, dass du ja vielleicht mal eine gute Note bekommst und so weiter, sondern du bist einfach nur dadurch intrinsisch motiviert, dass du sagst, ich will einfach eine geile Performance hinlegen. Das bedeutet, du machst es unabhängig davon, was um dich rum ist, was andere Leute sagen, was für Ergebnisse du erzielst. Du hast einfach nur Spaß daran, Gas zu geben. Und wenn du das wirklich, nicht bullshitmäßig, ja, Leo ist bei mir genauso, sondern ernsthaft wirklich auch so fühlst, was dann passieren wird, ist, dass du automatisch immer auf Vollgas bist. Natürlich machst du auch manchmal Pausen, wenn es nötig ist. Aber du hast einfach so viel Spaß daran, viel zu lernen und geil und gründlich deine Hausaufgaben zu machen. Nicht, wie kann ich die möglichst schnell, möglichst effektiv, sondern ich habe einfach Bock, die gründlich zu machen. Bam, bam, bam. Dann wirst du automatisch so gute Noten erzielen, ohne dass es dir eigentlich im ersten Moment wichtig war. Das glaubst du gar nicht. Viertens, nie etwas in Frage stellen. Was meine ich damit? Wenn ich in der Klausurenphase war, habe ich nichts, kein einziges Element davon in Frage gestellt. Ich habe nicht in Frage gestellt, ob man die Klausuren so schreiben darf, ob die Termine zu eng sind, ob ich richtig vorbereitet bin, ob ich die richtigen Lernstrategien, Methoden, Techniken anwende. Ich habe mich nie gefragt, ob ich vielleicht mal mit der Person lernen soll. Ich habe nie mit einem Lernpartner geübt, habe ich auch nie in Frage gestellt. Ich habe einfach nur daran geglaubt, dass so wie es jetzt läuft, alles schon perfekt ist. Und ich wusste gleichzeitig, dass es überhaupt nicht perfekt ist, aber ich habe mir gesagt, ey, warum soll ich irgendwelche Gedanken da rein verschwenden, was ich noch irgendwie so machen könnte und mich die ganze Zeit, wie die meisten Schüler, die ganze Zeit diese Paras reinbringen, wo ich denke, oh shit, und das, dann ist es ja so viel und oh, oder auch mit dem Klausurenplan, oh mein Gott, das ist viel zu eng, das dürft nicht. Und alle fokussieren sich immer nur auf außen, 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 was müsste ich noch machen, was dürften die nicht, anstatt einfach mal zu sagen, hey, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch und dann werde ich auch meine bestmöglichen Noten bekommen. Natürlich sollst du offen für Feedback sein. Ich meine, du schaust ja auch gerade das Video und hörst dir quasi von mir an, wie ich meine Klausurenphase gerockt habe. Deswegen, das ist super sinnvoll. Ich habe auch immer selbst überlegt, okay, wie kann ich das noch verbessern, habe mir Videos angeschaut und so weiter. Und das ist super sinnvoll. Aber abgesehen von diesem exklusiv ausgewählten Input, den ich mir von außen geholt habe, habe ich immer einfach nur darauf vertraut, dass so wie es ist, alles passt. Weil wenn du die ganze Zeit dir überlegst, oh ja, vielleicht sollte ich mehr lernen, vielleicht sollte ich weniger lernen, vielleicht sollte ich abends lernen, morgens lernen, vielleicht sollte der Lernplan anders sein, brauche ich das überhaupt für mein Leben später? Vielleicht hätte ich mal lieber das Fach da gelernt. Ist doch egal. Einfach nur in dem Moment, bam, 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 immer dein Bestes geben und dann kriegst du auch deine Topnote. Und natürlich als fünfter Tipp, wie könnte es anders sein? Ich habe immer an mich geglaubt. Und ich wünschte eigentlich, ich würde das nicht nur am Ende von jedem Video sagen, dass ich an dich glaube, sondern ich wünschte sogar, ich würde in jedem Video sagen, dass egal was das Thema ist, das Allerwichtigste ist, dass du an dich glaubst. Und es ist so, der eine Game Changer, wenn ich mir alle Eigenschaften nehmen würde, Selbstdisziplin, Selbstorganisation, Selbstintelligenz, ich würde mir alles nehmen, wenn ich nur Selbstvertrauen behalten könnte. Weil das ist so krass unterschätzt. Wenn du das Selbstvertrauen hast, dann wirst du vor allem auch die vorherigen Tipps viel besser umsetzen können. Du kannst Liebe zur Performance entwickeln, weil du nicht drauf aus bist, dass du irgendwas von außen bekommst oder Anerkennung oder tolle Ergebnisse und so weiter. Du kannst auch einfach mal, was hatten wir denn alles noch?
du kannst mal darauf vertrauen, nichts in Frage stellen, weil du weißt, okay, es läuft schon alles. Du weißt ganz genau, wie du dich vorbereiten musst. Du hast dann einmal eins drauf und genauso auch das mit dem Dampf dahinter. Du kannst nur Dampf hinter etwas haben, wenn du auch dieses Feuer im Prinzip, ja, diese Lokomotive zu dir, du wirst, die muss ja mit irgendwas angetrieben werden. Und diese Maschine wird im Prinzip mit dem Feuer in dir angetrieben. Das heißt, wenn du dieses Feuer, dieses Selbstvertrauen in dir hast, dann wirst du alles so krass pushen und so unendlich viel Gas geben und so viel bessere Ergebnisse erzielen, als du jemals denken würdest. Deswegen, in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.